I am the Jochen and this is the Frühsport für Mittwoch, den 28. Juli 2021. Schönen guten Morgen. Wir fangen an mit nicht-olympischem Sport und der hält sich wieder kurz. Und zwar ist es Champions League Qualifikation. Da ging es gestern rund in der zweiten Quali-Runde. Wir haben die ersten Entscheidungen gefunden. Und ich kann verkünden, dass Dynamo Zagreb eine Runde weiter ist gegen Omonia Nicosia. Legia Warschau ist eine Runde weiter gegen Flora Tallinn. Malmö gewinnt gegen HJK Helsinki, jeweils in der Addition der beiden Spiele natürlich. Und Ferencváros Budapest setzt sich durch gegen Žalgiris Vilnius. Heute geht's weiter mit den nächsten Quali-Spielen. 2, 4, 6, 8, 9 an der Zahl. Herausstechend natürlich von den Namen her PSV Eindhoven und Galatasaray Istanbul, die sich heute duellieren werden. Und zwar im Rückspiel in Istanbul. Das Hinspiel hat der Eindhoven mit 5:1 gewonnen. Götze damals ja doppelter Torschütze. Jetzt also das Rückspiel ab 20 Uhr. Und das kann man live verfolgen auf Sport 1. Die zeigen nämlich das und haben sich kurzfristig ein paar Quali-Rechte gesichert für die europäischen Wettbewerbe. Da wird also die nächsten Wochen noch mehr kommen. Ansonsten noch vielleicht erwähnenswert, Celtic Glasgow muss heute in Midtjylland ran. In Dänemark, Hinspiel 1:1, das ist eine knappe Kiste. Und Sparta Prag wird zu Hause versuchen, ein 1:2 gegen Rapid Wien aufzuholen. Das sind so die herausstechen. Young Boys Bern 0:0 gegen Slovan Bratislava, da gibt es auch das Rückspiel. Ich sage euch morgen, wie es alles ausgegangen ist und wer entsprechend da so weitergekommen ist. Kommen wir zum Olympischen Tag. Es ist richtig viel los. Ich gebe es zu, ich habe heute Morgen, weil ich ja ein bisschen erkältet bin, habe ich etwas länger geschlafen als sonst, musste jetzt mich erstmal durcharbeiten durch die Nachtereignisse, bin jetzt also auf dem aktuellsten Stand, bringe ich euch auch gleich hin. Aber ich sage mal, wie es weitergeht. Es läuft zurzeit das Radfahren, das Zeitfahren der Männer, das Straßenzeitfahren sozusagen, rund um den Fuji Speedway, also die alte Rennstrecke dort. Das gibt es noch eine Weile, gesegelt wird noch eine ganze Weile. Heute einige Bootsklassen wieder mit deutscher Beteiligung am Start. Und Tennis mit Alexander Zverev, mit dem Doppel Zverev-Struff und mit dem Mixed Krawitz-Siegemund. Dann gibt es Fechten, Mannschaftswettbewerb der Säbelfechter. Ich darf noch nicht zu sehr spoilern, mache ich gleich in 2 Minuten. Da könnte es sein, dass Deutschland noch dabei ist. Da wird es um die Medaillen heute gehen. Turmspringen gibt es gleich, beziehungsweise Brettspringen ist es heute vom Dreierbrett, das Herrensynchronspringen ab 8 Uhr mit Hausding Rüdiger, die ja auf eine Medaille hoffen. Dann haben wir so gegen 9:30 Charlene Schwarz im Bogenschießwettbewerb am Start, Einzel der Damen. Um 9.30 Uhr geht es beim Rugby um die Medaillen. Da haben wir inzwischen das Finale. Es heißt Fidschi gegen Neuseeland. Also Fidschi kann seinen Titel hier sogar verteidigen. Mal sehen, ob ihnen das gelingt. Dann haben wir 3 gegen 3 Basketball mit den Halbfinalspielen. Ab 10 Uhr, ebenfalls ab 10 Uhr, gibt es Fußball. Deutschland gegen die Elfenbeinküste, das letzte Gruppenspiel der deutschen Mannschaft. Ebenso die letzten Gruppenspiele in den anderen Gruppen. Also Fußball ist heute ein großes Thema. Im Tischtennis geht es weiter ab 10 Uhr mit den Viertelfinals. Oder die laufen auch schon länger, aber um 10 Uhr gibt es hier im Tischtennis, aus deutscher Sicht wird es da interessant, da spielt Ying Han. 14 Uhr dann später Ovtcharov, auch noch im Viertelfinale. Wir haben ab 10 Uhr Judo, da darf ich jetzt auch noch nicht zu sehr spoilern, aber findet statt. 10.30 Uhr gibt es Dressurreiten, den Einzelwettbewerb mit den deutschen Damen, die gestern als Team gewonnen haben. Heute werden sie gegeneinander antreten und Isabel Werth wird versuchen, ihre 8. historische Goldmedaille zu holen. Würde damit ja gleichziehen mit Birgit Fischer, mal sehen, ob ihr das gelingt. Die Säbelfechter, habe ich schon erwähnt, haben ab 11.30 Uhr ihre Medaillenkämpfe. Dann wird ab 12 Uhr wieder geschwommen. Diverse Vorkämpfe stehen hier an. Kunstturnen, Geräteturnen mit dem Mehrkampf der Männer. Da haben wir ja auch aus deutscher Sicht Interesse dran. 11:45 geht das los, da wird geturnt. Dann haben wir ab 13 Uhr wieder Fußball in den anderen Gruppen. 3 gegen 3 Basketball wird seine Medaillenentscheidungen heute finden ab 13.45 Uhr. Und der Tag wird dann abgeschlossen ab 14:30 mit dem Handballspiel Deutschland gegen Frankreich. Das ist ein Klassiker und eine hohe Hürde fürs deutsche Team. Aber mal sehen, ob es ihnen gelingt. Das ist jetzt schön gewesen, ne? Finde ich auch. Wir schauen auf die Nacht und jetzt kommen die Spoiler. Wer nicht mehr weiterhören will, geht jetzt hier bitte raus. Dankeschön.
Die deutschen Basketballer haben es geschafft, gegen Nigeria zu gewinnen. Das war ein harter Kampf, teilweise 11 Punkte hinten gewesen, aber das Ding am Schluss noch gedreht. Und damit ist also der erste Sieg für die deutschen Basketballer eingefahren. Wir sind mal gespannt, wie es weitergeht. Aber der Highlight der Nacht war natürlich die deutsche Medaille, die nächste. Und zwar Bronze für Sarah Köhler über 1500 Meter Freistil. Herzlichen Glückwunsch dazu. Katie Ledecky hat natürlich Gold gewonnen, klar, aber die Sarah Köhler hat dazugeschlagen und das ist eine sehr erfreuliche Geschichte. Toll, Glückwunsch dazu. Im Rudern haben die deutschen Ruderdamen im Doppelvierer leider eine Medaille verpasst. Die lagen bis kurz vor Schluss auf Silberkurs und dann sind sie völlig stehen geblieben und wurden noch überholt auf Rang 5 hin. Das ist ein bisschen schade, dass das so gelaufen ist. Aber manchmal passiert sowas halt, ne? Die Hockeydamen haben gewonnen gegen Irland. Ihr nächstes Spiel. Lisa Unruh ist im Bogenschießen leider ausgeschieden. Dann haben wir noch Fechten. Jetzt kann ich ja offen reden. Die deutschen Säbelfechter haben es ins Halbfinale geschafft, unterlagen dort allerdings Südkorea und werden jetzt nachher um Bronze kämpfen um 11.30 Uhr. Dann gibt es, was haben wir noch? Unruh ist raus, habe ich gesagt. Ich glaube, das war das Gröbste. Ich scroll nochmal hier so drüber über die Ergebnislisten, ob ich was vergessen habe. Aber ich glaube, das müsste es gewesen sein. Medaillen soll ich schon sagen. Ja gut, ach nee, Radrennen der Frauen gab es noch, Zeitfahren mit Annemiek van Vleuten, die jetzt also dann doch Gold gewonnen hat nach ihrem vermeintlichen Gold über das Straßenrennen. Vor Marlene Reusser aus der Schweiz und Anna van der Breggen ebenfalls aus den Niederlanden. Fechten 11.30 Uhr, wie gesagt, Deutschland gegen Ungarn übrigens wird der Gegner sein im Kampf um Bronze, das steht auch schon fest. Dann gibt es noch anzumerken, dass im Judo, wollte ich noch sagen, stimmt. Da haben wir bei den Damen Giovanna Scocchimaro, die ist ausgeschieden gegen die Japanerin Chizuru Arai im Viertelfinale. Und bei den, darf aber jetzt noch in die Trostrunde, da wird sie jetzt um 10 wird sie antreten. Mal sehen, vielleicht ist Bronze ja noch drin. Und jetzt gerade ist Eduard Trippel auf der Matte aus deutscher Sicht. Der steht im Viertelfinale gegen den Ungarn Christian Todt. Und wenn er das gewinnt, dann sieht das schon sehr gut aus in puncto Medaille. So, ich lese jetzt nicht alle Rudermedaillen vor, glaube ich. Das mache ich heute Abend dann im Tag 5 kompakt. Ich sage die Olympiasieger einfach, also im Rudern. Doppelzweier Damen Rumänien, Doppelzweier Männer Frankreich, im Vierer der Frauen ohne Australien, ebenso wie Vierer der Herren ohne, im Doppelvierer der Herren Niederlande und im Doppelvierer der Frauen gewinnt China. So, das war noch offen. Ansonsten Rugby habe ich gesagt, Neuseeland gegen Fidschi ist das Finale und Bronze übrigens Großbritannien, Argentinien, das noch am Rande. Und ich glaube, dass Schwimmmedaillen, das Wichtigste habe ich gesagt. Ariane Titmus gewinnt die 200 Meter Freistil, das vielleicht noch. Ledecky nur Fünfte, das ist ein bisschen überraschend. Aber ich meine, die schwimmt ja in einer Session mehrere Rennen. Das ist schon verrückt. Die 200 Meter Freistil-Staffel geht an bei den Männern an Großbritannien vor den russischen Schwimmern und Australien. Tischtennis habe ich gesagt, findet gleich noch statt mit Han und Ovcharov. Tennis habe ich noch nicht gehabt. Jetzt gucken wir mal eine an. Dominik Köpfer ist raus gegen Pablo Carreño Busta. Ausgeschieden in 2 Sätzen. Zverev spielt gleich gegen Basilashvili und die beiden Doppel hatte ich auch schon angekündigt aus deutscher Sicht, die noch anstehen. Ich denke, das war's. Alles weitere heute Abend dann in Tag 5 kompakt. Ich wünsche euch einen schönen Olympiatag. Gleich wieder rein zum Judo oder zu was auch immer ihr schauen möchtet. Ihr wisst Bescheid, heute ist ZDF und Eurosport eure Anlaufstelle. Da werdet ihr fündig. Bis morgen oder bis später. Und heute Abend Champions League Quali nicht vergessen, so zum Rauskommen aus Olympia. Tschüss.